Willkommen zurück, liebe Freunde aus dem tibetanischen Hochland mit diesem Eismobil. Und ich hoffe, dass wir heute mal ein paar weniger Fails abbekommen werden als beim letzten Mal. Und wir setzen uns einfach mal hin und fahren direkt weiter. Okay. Das Ding sollten wir vielleicht aufmachen, nur um sicher zu gehen. Wer weiß, ob wir das nochmal brauchen. So, wohin geht's da? Da ist ein Schlüssel im Eis. Toll, wie kommen wir da ran? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir da rankommen. Der Plan hat noch ein paar Lücken. Versuchen wir mal da hoch zu klettern. Ich denke, damit haben wir wesentlich mehr Glück. Warte mal. Was ist, wenn wir doch da mal durch die Tür gehen? Oder müssen wir da durchfahren? Wenn ja, mit welchem Sinn? Du hast hier kaum Platz zum Manövrieren. Wir würden halt voll da unten aufklatschen. Nee. Das ist nicht die Antwort, die wir suchen. Wir müssen irgendwie diese Brücke, die da ist, ausfahren. Ich habe nur keinen Plan, wie wir das machen. Es bringt halt auch nichts, da runterzufahren. Wir würden den Aufprall nicht überleben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich gerade aber auch aktuell nicht sehr viele andere Möglichkeiten. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Probieren wir es. Ich sag doch, das überlebt die nicht. Die Frage ist, der Schlüssel, der da drin ist, was öffnet der? Wahrscheinlich diese Zugbrücke. Aber dafür müssen wir erstmal an diese Zugbrücke da oben dran kommen. Wie wird das hier gemacht? Das ist die große Frage gerade. Ich habe einen Plan, der funktionieren könnte. Drück die Daumen. Nee, passt leider nicht. Das ist doch gerade so sinnlos, dass wir hier nicht weiterkommen. Fahren wir mal zurück. Vielleicht haben wir auf dem Rückweg irgendwas übersehen. Habe ich schon irgendeinen Schlüssel? Das tut gerade so weh.
Ich lasse es drin. Ich werde es nicht rausschneiden. Dafür ist das gerade irgendwie zu lustig. Ich gehe stark davon aus, dass der Schlüssel, der da unten drin ist, für das Wachhaus ist. Kommen wir jetzt da rein oder nicht? Okay, aber wir sind uns einig, dass ich irgendwie unter das Eis muss. So, ich mache das jetzt mal so, weil das jetzt einfach schneller geht. Aber was mir auch gerade auf dem zweiten Blick aufgefallen ist, da ist ein Gang. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, in einem Eissee zu schwimmen. Das überlebt die nicht. Wir warten ab. Mal schauen, was passiert. Musik wieder etwas lauter. Ist hier unten was? Nein, hier ist eine ganz normale Grube. Weil die verstecken ja die ganzen Schüssel immer in den Gruben, was tatsächlich zunehmend asozialer ist. Finde ich. Jetzt müssen wir im Prinzip an jeder Schlucht anhalten und gucken, ist da ein Schlüssel drin? Ja, schau, was hat das jetzt gebracht? Okay. Bug? War das gerade eben oder so? Naja, ist mir jetzt auch ziemlich egal. Gib mir einfach den scheiß Schlüssel. Das könnte der für dieses Häuschen sein. Hüttenschlüssel. Dachte ich mir. Shit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir jetzt das schwarze Moped nehmen, wegen der Waffen. Du hast mir gut gedient. Damit schaffen wir aber keine großen Sprünge, oder? Lass uns mal hier lieber speichern, nur für den Fall, dass. Genau deswegen. Das Ding hat keinen Boost. So geil es auch ist, damit rumzuballern, es ist komplett nutzlos für uns. Gerade beim Überwinden der größeren Hindernisse kriegen wir damit einfach Probleme. Also, so geil das auch ist, damit rumballern zu können, wir brauchen das Rote. Besser. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir in die Hütte kommen. Heißt den ganzen Weg wieder zurückfahren. Schade, dass es dafür keine Abkürzung gibt. Ich speichere nochmal. Dass wir jetzt auch wissen, wir haben das rote Moped.
Sauber erwischt. Das war knapp. Hier sind wir einmal gefailt. Das war ich gerade dabei zu sagen, wenn wir nicht überleben. Es lässt sich gut steuern, versteht mich nicht falsch. Viele Fails kommen gerade auch einfach von mir. Also lasst euch da jetzt von mir nicht abschrecken, nur weil ihr mal seht, dass hier gerade in Mad and Serious irgendwie alle paar Minuten stirbt mit dem Moped. Lasst euch da jetzt nicht von mir abschrecken. Ich nehme doch mal ein kleines Medipack. Au, war ein bisschen zu much. Okay. Ich scheitere gerade an diesem einen Sprung, das darf doch jetzt nicht wahr sein. So, Schneeleopard. Moped schlägt mir Leopard. Sauber. Geschafft. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jetzt hier mal speichern, nachdem ich diesen schönen Sprung geschafft habe. Ich glaube, hier müssen wir das Ding zurücklassen. Machen wir das so. Play smart, not hard. So, hier sind jetzt zum Glück keine größeren Hindernisse. Ich hoffe echt, dass an der Hütte ein neues Moped steht. Sonst haben wir ein echtes Problem. Ich speichere nochmal. Ich überlege, ein Medipack zu nehmen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so das Dümmste, das doch noch zu nehmen. Die Frage ist, wie kriegen wir das Moped da hoch? So, sehr schön. Oh, wir kriegen sogar ein Medipack zurück. Sogar zwei Stück. Das nehmen wir gerne mit. Uzi-Muni, das dürfte jetzt auch bald die Tausender-Marke knacken. Ich bleib bei den Automatics erstmal. Die machen noch mehr Schaden. Wir brauchen die Uzis. Das war nicht mein bester Fight. Gebe ich offen zu. Problem ist, wir haben immer noch kein neues Moped. Ich speichere mal hier ab und gehe so darunter. Ohne Moped. What's the worst thing that could happen?
Shit. Die M6. Die brauche ich mal ganz kurz. Die Frage ist, was passiert, wenn ich da mit dem Granatenwerfer draufballer? Fliegt da nur der Typ in die Luft oder das ganze Moped? Das ist gerade eine sehr interessante Frage, die ich jetzt beantwortet haben möchte. Warum hält er auf dem Ding so viel aus? Ich nehme die M6. Wir machen das jetzt kurz und schmerzhaft. Medipack? Geht doch. Und einmal speichere. Das soll bestimmt noch irgendwas für mich fallen lassen, oder? Nee. Würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Das schöne Ding gehört jetzt mir. Hier ist wieder eine Grube. Und auf der anderen Seite ist eine Leiter. Das heißt, auf der anderen Seite gehen wir rüber. Kontrolliert diese Gruben. Das ist der einzige Tipp, den ich euch geben kann. Ich weiß. Okay, da ist der letzte Drache. Ey, wie beschleunige ich mit dem Ding? Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Ding beschleunige. Das ist nicht gut. Hey, wie beschleunigt man mit diesen schwarzen Mopeds? Was habe ich für Tasten zur Verfügung? Gehen, springen, Aktion, Waffen, schauen, Ende. Können wir die Scheißwaffe irgendwie abschalten? Der schnelle Weg an die Spitze. Wir haben zwar immer noch nicht raus, wie wir beschleunigen, aber wir sind schon mal drüben. Das ist doch schon mal was. Das ist asozial. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Zweimal Rollfallen hintereinander. Das ist hoch asozial. So, jetzt gehörst du mir. Das ist Uzi-Munition. Ey, wir haben die Tausender-Marke geknackt. Geil. Und hochziehen, Mädchen. Das ist eine Leiter, die kletter ich dann auch mal gerne hoch, weil sie bringt Munition. Die ist trotzdem lang. Aber es ist trotzdem gerade so ein bisschen nervig. Gut, vielleicht ist da hinten schon der Levelausgang. Wir machen mal weiter. Weil wir haben alle Secrets und so. Das kann jetzt auch nicht mehr so lange dauern.
Das ist gerade so meine Idee. Das war gut. Ich weiß nur immer noch nicht, wie ich beschleunige. Gibt es hier echt kein Moped ohne Wummeln? Was wollt ihr, das Ding geschoben oder? Wie effektiv sind die Automatikwaffen? Komme ich in den See runter? Das ist eine sehr ernst gemeinte Frage, weil wir haben ja schon festgestellt, wir erfrieren hier in diesen Sees nicht. Vielleicht mit so einem schönen Hechtsprung oder so. Probieren wir es mal. Knapp zu kurz. Okay. Probieren wir es anders. Eins der Mopeds muss hier rein. Die Frage ist, kann ich das noch einmal mehr den Stein nach vorne schieben? Yes! Ich komme nicht über die Hügel, aber da komme ich dicke durch mit dem Ding. Das kann jetzt aber nicht so gedacht sein, dass wir mit dem Moped da runterspringen. Ich meine, wie soll ich rechtzeitig absteigen alles? Wir probieren es trotzdem mal. Vielleicht werden wir überrascht. Okay, vielleicht doch. Die ist in einem Eissee bei was weiß ich wie viel Minustemperaturen und verliert kein Leben. In jedem anderen Tomb Raider-Spiel passiert genau das aber trotzdem. Das ist ein Detail, was ich mir schon gerne gewünscht hätte, was sie beibehalten hätten. Wo geht's hier lang? Zum Levelausgang. Sehr gut. Hoho, das nehmen wir doch gerne mit. Oh, ziemlich viel verbrauchte Munition. Das müssen wir gucken, dass das beim nächsten Mal besser wird. Gut, das war's für heute. Das war das tibetanische Hochland. Im nächsten Part dann das nächste Level. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.